laden wirklich Leute einfach ein und sagen einfach, wow, hier in diesem klassischen Charlottenburg endlich mal was, was für jetzt ist, oder? Ich finde, dieser Ort ist auch, der hat was ganz Sakrales, so, ne? Also irgendwie ein Ding, ne? Du kommst hier richtig zur Ruhe und ich meine, eigentlich ist hier nichts, ne? Es ist nackt und unser Licht, also nackt und unser Licht, ne? Hier, ich glaube, warum die Leute auch stehen bleiben, ist, weil es undefiniert ist. Mhm. Es ist ja keine Galerie, es ist kein Showroom für irgendwelche Lampenprodukte. Es ist so, ja, mysteriös. Einfach ein Ort. Wie euer Licht, mysteriös. Ja. We started off from Berlin as a city. Berlin has a lot of this classy architecture, these places with a very strict, rational architecture, very rigid symmetry, repetition, arches, the colonnades, the grayness somehow. So we really had to bring the Berlin Atmo in combination with the PS Lab lights together in this space. There is the strong quality to really create almost like a sacred place, in this case for lights. Also wenn man Licht mal so betrachtet, so vom Ursprung, ja, dann ist ja Licht in uns, oder ohne Licht würden wir überhaupt gar nicht sein. War dann, was weiß ich, seit Urzeiten diese Feuerquelle, um die wir drumherum saßen. Ja? Also was dich nicht nur wärmt, sondern auch ernährt, aber auch schützt. Ja? Dann passieren ja so Instinkte, dass du über diese Wärme oder über dieses Geräusch, über das Knistern einfach Dinge verbindest. Aber diese Angst, dass es zu dunkel ist, ist enorm. Ich dachte auch, es muss alles komplett ausgeleuchtet sein. Das Auge braucht es, dass es sich auch mal in dunklen Bereichen ausruhen kann. Was ist Licht überhaupt? Ja? Und eigentlich ist es die Sonne, also Helios. Einfach diese permanente Geschenk dieser Sonnenstrahlung, die uns wirklich wärmt, nährt, alles wachsen lässt. Und jetzt ist es ja die ganz hohe Kunst, wie bringe ich jetzt das Licht, die Schwingung, die Essenz in dieses Gebäude. Aber das ist ein großes Stichwort eigentlich, was du meintest mit dem Feuer und Sonne und Kerze. Das sind ja alles Dinge, die Wärme erzeugen. Ja. Und das ist das, was ihr mit eurem Licht ja irgendwo auch schafft, Wärme in einen Raum zu bringen. Dieses poetische Licht, ist das so was Mysteriöses? Eine Herzensbegegnung. Also das ist wirklich, also Gott sei Dank gibt es sowas. Ich würde sogar sagen, dieses Erfühlen und dieses Ertasten, das ist, also das ist für mich ja dann auch schon wieder nach dieser DNA des Lichts greifen. Versuche, also Unsichtbares sichtbar zu machen. Das ist einfach diese Magie und diese Chemie, die man am Ende mit PS Lab, finde ich, erleben kann und hat.